ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich, dass ihr wieder einschaltet, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es mal wieder eine Videorezension, und zwar heute mal kein Thriller, sondern ein autobiografischer Roman. Und zwar geht es um das Buch Unzertrennlich von Joy Scott. Ist erschienen im Kössel Verlag, ist ein Hardcover und hat 271 Seiten. Ja, das Ganze ist wie gesagt ein autobiografischer Roman. Die Autorin Joy Scott, ach so, 17,99 € kostet das Buch. Die Autorin hat auf jeden Fall eine Zwillingsschwester, diese Joy Scott. Und ihre Zwillingsschwester, die wird geboren mit dem Down-Syndrom. Die beiden sind 1943 in Amerika geboren. Und damals war das noch ganz anders, als man es heute kennt. Heute kennt man das ja, dass Therapien gemacht wird, dass für Menschen, die mit Behinderungen auf die Welt kommen, das Bestmögliche geschaffen wird. So ist es aber bei den beiden nicht. Also die sind wirklich 7 Jahre lang unzertrennlich, verbringen wundervolle Jahre miteinander. Die beiden lieben sich abgöttisch und sie verstehen sich auch ohne große Worte. Die Autorin, die Joyce, die wird dann irgendwann mit 7 eingeschult, wenn ich mich richtig erinnere, genau. Wird ganz normal eingeschult und die Mutter bleibt dann mit der kranken Tochter quasi zu Hause und kümmert sich. Diese ist aber dann überfordert und auch die Nachbarn scheinen zu reden. Also beschließen die Eltern, die beiden zu trennen. Und zwar kommt die kranke Schwester quasi, Judy, kommt in ein Pflegeheim und wird dann quasi einfach abgeschoben und weggesperrt. Sie bekommt dort keine Therapie. Also nee, ich fange mal anders an. Also es ist schon mal schwer auf jeden Fall für Joyce, ohne ihre Zwillingsschwester zurechtzukommen. Denn die beiden verbinden ein ganz tiefes Band. Sie lieben sich ohne Ende und plötzlich fehlt da einfach ein Stück von ihr quasi. Und sie muss erstmal ohne sie aufwachsen, erwachsen werden. Und das sie kriegt einfach einen Knacks weg, sage ich mal. Und kommt auch mit ganz vielen Dingen nicht klar. Mit dem ersten Freund, mit der ersten Schwangerschaft, mit ihrer Ausbildung. Also es ist immer so, als fehlt ein Teil von ihr. Und mit der Schwester ist es eben genauso. Judy wird einfach so in ein Heim abgeschoben. Sie werden zwar ab und zu mal sporadisch von der Familie besucht, aber sie wird da abgeschoben. Damals kennt man noch keine, 1950 dann quasi, kennt man noch keine Therapien, sondern man wird weggesperrt und wenn man irgendwie auffällig wird, dann werden eben da ganz harte Maßnahmen ergriffen, um quasi die Behinderung wegzuschieben, zu unterdrücken, was weiß ich, damit irgendwie umzugehen. Finde ich ganz grausam. Die beiden Schwestern sind 35 Jahre lang getrennt, bis die Joyce eben beschließt, so geht es nicht weiter, ich brauche meine Schwester, ich hole mir die zurück. Was dann auch klappt, sie bekommt dann auch die Therapie, die sie eigentlich benötigt. Und zwar ist sie in so einem Kunstzentrum, wo auch andere Menschen mit Behinderung eben leben und kreativ sind. Sie zeichnen, sie malen, sie machen Kunst einfach. Und da wird Judy dann auch berühmt sogar. Also erstens geht es ihr natürlich viel besser, sie ist bei ihrer Schwester. Sie bekommt die Behandlung, die sie verdient und die sie auch braucht. Und das finde ich so ganz großartig an dem Buch, weil das sind Illustrationen drin von ihrer Kunst. Und zwar hat sie so eine Wickelkunst. Also erstmal hat man hier so Bilder von den beiden Schwestern, was ich ganz toll finde, die beiden so miteinander zu sehen. Und dann hat sie so eine Wickelkunst. Ich selber muss dazu sagen, ich verstehe von Kunst gar nichts. Aber sie bekommt eben so ihre Therapie, die sie braucht. Sie umwickelt eben so Gegenstände. Und diese Kunst ist wohl dann sehr berühmt. Vielleicht habt ihr auch schon mal was gehört oder gesehen davon. Wird sehr teuer verkauft und ist absolut gehypt. Also auch hier, die haben auch immer irgendwas auszusagen. Hier ist nochmal hier die Judy zu sehen. In älteren Jahren. Und es ist auf jeden Fall grandios. Es geht ans Herz, die beiden getrennt zu erleben und auch diese Zusammenführung dann wieder zu erleben. Das geht ans Herz. Und ich finde es auch
wahnsinnig krass, wie 1943, 1950 damals noch mit Behinderungen umgegangen wurde, da weil man es einfach nicht besser wusste. Ja, genau. Jetzt, heute ist die eine Schwester ist eben Schriftstellerin, die andere, gut, ich will nicht spoilern, lest es einfach selber. Sie ist aber mit ihrer Kunst und ihrer Schwester sehr, sehr glücklich geworden, auf jeden Fall, was schon mal wahnsinnig toll ist. Und ja, ich lege das Buch wirklich jedem ans Herz, der sich für Behinderungen interessiert, der gerne autobiografische Geschichten liest. Und der eben gern Geschichten liest, die einem wirklich ans Herz gehen, weil mir ging es so, ich fand es richtig, richtig, richtig toll. Und hier hinten ist auch nochmal so eine Fotografie von den beiden. Und wirklich grausam, die beiden zu trennen. Und dass es die Eltern dann auch nicht so richtig weggesteckt haben, was sie denn da getan haben, merkt man dann auch im Verlauf des Buches. Also ich lege es wirklich jedem ans Herz. Und jetzt möchte ich gerne von euch eine Empfehlung für ein autobiografisches Buch. Sagt mir mal, was habt ihr gelesen, was hat euch begeistert? Schreibt mir das in den Kommentaren und gebt mir doch gerne einen Daumen nach oben für das Video, für die Videorezension, wenn sie euch gefallen hat. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!